Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir kommen mit Mewe Aldersberg immer näher. Allerdings befürchten wir schon, dass dort die Belagerung der Nilfgaarder möglicherweise schon im Gang ist. Wir schauen mal, wir bewegen uns weiter in diese Richtung. Wir haben jetzt die Brücke überquert. Hier geht es nicht lang. Das heißt, wir werden das Gebiet hier erstmal erkunden und dann hier südwärts gehen. Aber hier wartet ein Kampf schon auf alles uns. Alles zerstört. Als hätte keiner auch nur einen Finger gegen Nilfgaard erhoben. Der König hat sich gewiss mit allen Truppen hinter den Mauern Aldersbergs verschanzt. Ich sage es nur ungern, aber nach dem, was wir in Rossberg sahen... Sei keine Unke, Gascon. Ja, das war... Ja, gut möglich, dass da Ähnliches passieren wird. Okay, wir gucken uns das Anschlagbrett hier mal an. Aha, interessante Orte in der Richtung. Hier unten haben wir noch Rätsel, die auf uns warten. Und hier vor allem ein Kampf. Aber auch das aktivieren wir kurz mal. Bin mir nicht sicher, ob man das muss oder ob das immer schon quasi aktiv geschaltet ist. Ja, dann laufen wir rein. Was ist das hier? Kaiserliche Aufklärung. Vor dem nächsten Zusammenstoß mit den Nilfgaardern entsann Mewe sich ihrer Lektion in Geographie, als sie noch ein junges Mädchen war. Der Tutor hatte erläutert, dass das Kaiserreich 30-mal so groß war wie Lyrien. Wie ließ sich ein solcher Gigant besiegen? War es überhaupt möglich? Mewe seufzte. Oh, wir erleben einen Standardkampf. Auch lange nicht mehr gehabt. Schlacht beginnen, das heißt, es sind natürlich jetzt wieder andere Strategien nötig. Und unser Deck kann sich ein bisschen entfalten. Der Gegner. Nilfgaard Champion. Füge einer gegnerischen Einheit Schaden in Höhe der Anzahl deiner verbündeten Einheiten zu. Okay. Die sollten wir also möglichst klein halten. So. Was wollen wir haben? Der kommt raus. Rayla ist schon mal gut. Der kommt raus. Gascon ist nicht schlecht. Gebe aber bessere. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den auch. Die Wagenburg ist auch gut. Den Schleuderer lassen wir mal drin. Ja, mit dem Alchemisten kann man schon coole Sachen machen. Ist die Frage, ne? Wir lassen das mal. Wir können ja in der nächsten Runde nochmal neu ziehen. Also schließen wir das erstmal ab. Ja. So, wir starten. Das ist doch schon mal schön. Ich würde sagen, wir starten, indem wir die Wagenburg rausbringen. So, was hat der Gegner zu bieten? 101, 102, 103. Okay, er hat nur einen Schaden jetzt gemacht. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir den relativ schnell killen. Das heißt, wenn wir unsere Fähigkeit einsetzen, dann müssen die jetzt ja auch schießen und dann ist er schon tot. Das ist die Frage, was wir dann noch ins Spiel überhaupt bringen. Oder lohnt sich das überhaupt? Würden wir nicht sowieso vielleicht... Nee, wir machen das so. Bomber sollen wir vielleicht mal warten, nicht wahr? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Was sollten wir dann sonst spielen, Leute? Gascon? Ist aber eigentlich auch zu früh. Na, ich mach das mal. So, da ist der schon mal weg. Ja, aber was spielen wir jetzt? Wenn ich Gascon spiele, kommt natürlich auch der Hund rein. Das ist auch irgendwie schade. Aber eine andere Karte ist noch schwieriger. Machen wir das. Geld stinkt nicht, wie sehr die Börse auch müffelt. Neen Ratheut! Die Frage ist, was man natürlich machen könnte, ob man nicht jetzt mal passt. Er müsste bestimmt zwei Karten noch ausspielen, um uns zu überflügeln. Aber es ist immer cooler, wenn man die erste Runde eigentlich gesichert hat. Verbessere jeden Zug zu Beginn des Zugs benachbarte Einheiten um 1, wenn diese Einheit über Rüstung verfügt. Na los, dann spielen wir jetzt unser normales Spiel hier. Das bedeutet,
den Streunerbomber, oder? CR-Spiegel ist jetzt schwierig, weil wir mit Gascon schon eine relativ starke Karte haben. Irgendwas riecht hier. Aber gucken, wann er passt oder ob er überhaupt passt. Er ist am Überlegen. Okay, er bringt die Rekruten wieder rein. Das heißt, jetzt wird es langsam schon interessant, den Schleuderer zu bringen. Oder wir können das Zepter bringen. Duellieren wäre auch ganz cool. Er macht ihn kaputt. Also der macht die Rüstung weg. Dann greift er ihn an mit 6. Oh, das wäre gar nicht so schlecht. Die würden sich ganz schön... Ja, ich glaube, das machen wir mal. Das war ganz nett, würde ich sagen. Der ist ja permanent, ne? Ja, genau. So. Mal gucken. Spielt er das Spiel weiter? Ich denke, wir sind klar im Vorteil. Oh, ja, okay. Er passt und damit können wir auch passen. Das ist so in Ordnung. Dann haben wir also erste Runde gewonnen. Sind eine Karte im Nachteil, haben aber... Ach, Bruchhold bleibt ja. Das ist ganz cool. Das Zepter hat die Ladung verloren. Naja. Sehr schön ist, dass wir Xavier jetzt haben. Eine, ja, was wir bräuchten ist jetzt nochmal... Naja, wir haben jetzt kein Feuer. Ist die Frage. Versuche ich es nochmal zu bekommen? Feuer ist schon mal ganz cool eigentlich. Ja, kommt. Okay, hat nicht geklappt. So, und dann gucken wir mal, ob wir diese Runde durchziehen, bestehen oder auch ab einem bestimmten Punkt passen. Wir werden sehen. Super. Gloir in Kerser! Nutzt gleich seine Fähigkeit. Soll er machen. Zähigkeit. Also, die würde da bleiben. Einsatz. Mach alle verbündeten Einheiten immun. Todeswunsch. Entferne den Status immun von allen verbündeten Einheiten. Okay, das hat ihm ja jetzt gar nichts gebracht. Die Karte war jetzt komplett unsinnig. Allerdings lohnt sich bei uns auch noch nicht viel, außer vielleicht Rayla zu bringen, würde ich sagen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Und? Lohnt es sich schon, ihre Fähigkeit zu nutzen? Ja, wir haben jetzt nicht diese Geschichten. Ja, vielleicht warten wir nochmal eine Karte ab. Weil wir werden sowieso, wenn wir sie jetzt nutzen, werden wir sowieso nicht sie nochmal nutzen können. Insofern können wir sie dann auch gezielter nutzen. Welch faszinierender Pfeil. Okay, tatsächlich. Ist nach der Karte. Hat sich gelohnt zu warten. Perfekt. Heile eine verbündete Einheit und verbessere sie um den Heilungsbetrag. Wenn sie eingesetzt wird, aber hat sich für ihn jetzt nicht gelohnt, das Ganze. Okay, so. Beide haben Schaden bekommen. So, wir können Rayla einsetzen und irgendjemand noch reinbringen. Ah ja, wir können den Streunerbomber holen. Das wäre nicht schlecht. Die Abalesten könnten wir auch holen, aber ich glaube, der Bomber bringt uns jetzt am meisten. Wir könnten den sogar killen, die Einheit. Ist die Frage, ob wir dann hinten Feuer machen? Ich würde sagen, wir holen den Bomber. Bist du verrückt? Nicht schütteln! Machen wir mal hinten vor. So, und dann machen wir hier... Sehr gut. Und wir müssen immer noch eine reguläre Einheit spielen. Und... Oder
Oder irgendwie eine andere Karte. Ich würde sagen, dann ist Xavier dran, ne? Meine Narben? Nein, die tun nicht weh. Okay, im Moment sind wir sehr stark. Trotz seines Kartenvorteils bin ich ganz guter Dinge, vielleicht hier schon in zwei Runden siegen zu können. So. Er hat eine Kopie gezogen. Bei Tod verwirft werden die Kopien verworfen. Okay. Die Sache mit der stärksten Einheit. Da müssen wir natürlich jetzt wieder aufpassen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Wir können Raylas Eigenschaft immer noch nutzen. Aber was lohnt sich hier am meisten, ehrlich gesagt? Die machen ja keinen Schaden bei uns. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Tja. Dann spiele ich jetzt erstmal einen Schleuderer. Hä? So, hier machen wir jetzt schon 5 Schaden. Jetzt nutzt er möglicherweise seinen Befehl. Macht 2 Schaden bei uns. Könnte. Ne, die Wagenburg verliert nur Rüstung. Das wäre nicht ganz so schlimm. Eil Kerser! Ja. Verliert. So. Okay. Wen holen wir rein? Schleuderer sind schon ganz gut, ehrlich gesagt. Wir könnten 2 Schleuderer reinbringen. Das würde eine Menge Schaden bedeuten. Wir könnten alle killen im Prinzip. Ich würde sagen, das machen wir. Wir nutzen ihn auf Rayla. Rayla wiederum holt 1 Schleuderer. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Ja. Sie könnte noch einen holen. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Wir spielen den. Wir haben jetzt hier wieder 4. Ja, jetzt könnte sie noch einen holen. Dann werden 2 erledigt. Ja, warum nicht? Ach komm, wir machen das einfach. Ziehen wir durch die Sache. Je größer, desto leichter zu treffen. So, der kriegt vielleicht noch Feuerschaden. Dann ist er komplett weg. Wir könnten auch das Zepter nutzen, aber da lassen wir lieber Feuer wirken. Also der Gegner kommt hier nicht zum Zuge, so wie es aussieht. Allerdings ist er 3 Karten vorne sogar. In Affen! Okay, die... Ah, okay, er verbessert, wenn er Rüstung hat, aber die werden hoffentlich jetzt sterben. Wenn nicht, sorgen wir jetzt einfach dafür. Ja, ist die Frage, nutzen wir jetzt den Schleuderer? Ich würde sagen, ja. Aber wir haben natürlich auch noch den Zerrspiegel, der sie im Zweifel jetzt gegen uns wenden wird. Das ist jetzt ein bisschen unschön. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Okay. Wäre gut, wenn er mal eine starke Einheit ausspielen könnte, dann könnten wir den Zerspiegel noch nutzen. Also, es muss eine 9er Einheit sein. Vielleicht hat er ja sowas. Weil Rayla... wieder diese blöde 6er Einheit. Die ist einfach nur nervig. Tja, wir könnten jetzt also Stonner spielen. Alchemist bringt hier auch gar nichts. Zerspiegel schadet uns mehr oder minder selbst. Ja, dann spiele ich jetzt... Ach, das ist Verschwendung, Leute. Füge der stärksten Einheit im Schlachtfeld bis zu 15 Schaden zu.
Ich glaube, sie würde 8 kriegen. Es würde die Rüstung reduzieren. Und die schwächste Einheit ist diese hier. Die würde was bekommen. Puh. Tja, nee, wir machen was anderes. Wir nehmen also Donner auf, wenn ich nicht so richtig überzeugt davon bin, dass das, ob das jetzt das Richtige ist. Wir könnten das auch nochmal triggern. Machen wir später. Na? Was passiert? Boah, er regnet jetzt aber echt lange. Jetzt gehörst du mir! Okay. Wieder keine besonders starke Einheit. Schlecht. Er hat hier wieder getroffen. Das ist natürlich doof. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Okay. So. Setze die Stärke-Einheit auf die Stärke-Einheit links von ihr. Können wir das jetzt irgendwie nutzen? Vielleicht, indem wir jetzt hier einfach mal... Ah, passt auf. Wir machen hier einmal Schaden. So. Dann bringen wir ihn rein. Da liegt eine Verwechslung vor. Ich bin kein Magier. So. Und erledigen jetzt... Ja, machen, triggern das jetzt hier. Und das war doch mehr als wirkungsvoll. Er hat immer noch 4 Karten. Kann er das noch rausreißen? Das ist die große Frage. Hat er noch irgendwas richtig Bombastisches? Wir müssen gleich passen. Kluge Entscheidung! Nein, das ist jetzt erstmal nicht bombastisch. Okay, wir müssen jetzt Zerspiegel nutzen. Und idiotischerweise sehe ich gerade, profitiert der Gegner jetzt auch noch davon. Das ist natürlich jetzt richtig dämlich. Oder können wir ihn vorher vielleicht einfach killen, diese andere Einheit? Ja, machen wir das mal so. So, jetzt profitiert nicht der Gegner davon. Dann ist jetzt der Moment, wo ich Zerspiegel spiele. Das heißt, das müsste jetzt gegen Raider gehen. Ja, genau. Und die Wagenburg profitiert. Und das ist jetzt unsere letzte Aktion. Das Zepter. Und jetzt passen wir. Und das bedeutet, er hat noch 3 Karten, um 62 Punkte aufzuholen. Reicht das? Kann auch noch diese Aktion machen. Kann hier nochmal feuern. Na, kommt schon ein bisschen was. Orde! Okay. So, jetzt macht er nochmal 2 Schaden. Na, was kommt? Ich kann nichts mehr tun. Egroto dum anima est, spes est. Heilung, schlecht. 25, 53 und jetzt die letzte Karte. Na, komm. Spiel sie aus. Kannst du noch 28 Punkte rausholen? Meine Verschreibung, Adalas. Nein, es reicht nicht. Der Sieg ist unser in der 2. Runde. Okay. Sehr gut. Sammeln wir das Zeug ein. Einen Brief haben wir gefunden von Hauptmann Marv Glyph an Herzog Ardal Abdai, Großkanzler und Kommandant der Heeresgruppe Ost. Eure Exzellenz, eure Befehle wurden erfüllt. Wir haben mehr als 30 Stück Vieh von den Einheimischen beschlagnahmt, geschlachtet und in der Sonne gelassen. Sobald sie den Heilern von Vicovaro hinreichend verrottet sind, werden sie zur Artillerieabteilung an die Front geschickt. Ernsthaft, die wollen mit Katapulten vergammeltes Vieh rüber schießen, vermutlich in die belagerte Stadt, um Krankheiten zu verbreiten. Wie widerlich, wie perfide. Was ist das für eine Aktion, Leute? Wahnsinn. Okay. Wir marschieren aber erstmal hier hoch.
und treffen auf Als sie an einen kleinen Bach kamen, bot Mewe den Soldaten an, ihre Wasservorräte aufzufrischen. Doch die Männer kehrten mit leeren Wasserschläuchen und besorgten Mienen zurück. Eure Hoheit, das Wasser schmeckt nach Blut. Nicht wie Blutwurst, sondern alt und gammlig. Mewe hatte keine Wahl und musste weiterziehen. Sie schluckte trocken und dachte nach. War das ein Omen? Eine Warnung der Götter? Doch schon bald erfuhr sie die Wahrheit. Nachdem die Lyrier dem Bach eine Weile stromaufwärts gefolgt waren, kamen sie an einen Teich. Darin lagen Dutzende Leichen. Mewes Blick verweilte bei einer toten jungen Frau mit langem Haar, weit geöffneten Augen, in denen sich der Himmel spiegelte, einer zierlichen Nase mit Sommersprossen und einer klaffenden Wunde am Hals. Wir halten hier an, sagte die Königin ruhig. Und begraben die Toten. Renard, schick deine Späher los. Sie sollen erst wiederkommen, wenn sie wissen, was hier geschehen ist. Als die Späher schließlich einige Zeit später zurückkehrten, hatten sie einen barfüßigen Mann dabei, der sich im Wald versteckt hatte. Er kam aus Schlickfeld, einem Dorf aus der Nähe. Dem Dorf, dessen Bewohner ermordet worden waren. Schwarze Horden haben das Dorf überrannt, Herrin. Ihr Anführer war dieser Teufel, Vrygev. Sie trieben uns alle zum Teich, das ganze Dorf. Und dann zack, zack und platsch, platsch. Ich konnte als Einziger entkommen. Mewe hörte sich die Geschichte des Mannes an, übergab ihn dann ihren Heilern und ließ das Lager abbrechen. Sie ritt an der Spitze ihres Zuges, Renard an ihrer Seite. Sie fasste die Zügel so fest, dass ihre Knöchel weiß wurden. Wissen wir, wo dieser Vrygev steckt? Unsere Reiter sagen, dass er sein Lager im Osten hat. Dann werden wir ihn besuchen. Sie töteten alle, wie in Rossberg. Herren, bitte, lasst sie dafür bezahlen. Ja, das werden wir auch tun. Im Osten. Okay. Das könnte das Lager sein. Möglicherweise. Reden wir nochmal mit diesem Bauern hier. Marlene, Besrat, Christian. Alle getötet, jeder Einzelne. Ich hätte Hilfe holen können, aber wenn die Schwarzkittel mich gehört hätten. Und was soll ich jetzt tun? Mutterseelen allein? Herrin, wir haben unser Hab und Gut vergraben, ehe die Schwarzkittel kamen. Bei einem Findling im Wald. Ich male es euch auf. Okay, die dritte Schatzkarte. Die anderen beiden haben wir noch nicht gefunden. Bin ich wahrscheinlich vorbeigelaufen. Jetzt ist die Frage, wo, in welchem Wald? Könnte er ja ruhig auch mal ein bisschen genauer sagen. Möglicherweise Wald, Wald, Wald. Vielleicht hier, da, da. Oder erst in der Gegend, in die wir noch kommen werden. Naja, Holz ist wichtig. Das nehmen wir mit. Und hier. Ah, Eure Hoheit. Unsere Späher haben ein frisches Grab in der Nähe des Dorfs gefunden. Die Beschriftung ist auf Nilfgaardisch. Offenbar wurde hier ein Eindringling beerdigt und die ihm hinterlassenen Gaben legen nahe, dass es jemand Wichtiges war. Unsere Soldaten schäumen immer noch vor Wut wegen des Massakers von Schlickfeld, also wollen sie das Grab zerstören. Sollen wir das zulassen? Wir verlieren Moral. Wir gewinnen Moral, aber das muss doch einfach so die Totenruhe zu stören. Nee, mach ich nicht. Nehmen wir mal den Moralverlust in Kauf. Wer weiß, was da sonst los ist. Ich will kurz mal gucken, ob die hier unten dieses Waldstück meinen. Aber hier sehe ich nichts, was dieser Zeichnung ähnelte. Kann natürlich auch noch weiter zurück sein, aber gehen wir davon aus, dass es eher in diese Richtung ist. Aha, und da treffen wir dann auch schon auf die Nilfgaarder. Tja, mal sehen, was das für ein Kampf ist. Ah, Leute, ich würde sagen, den machen wir noch. Oh, ein Riesenlager, ernsthaft? Kommt man hier irgendwo hin? Nee, komm.
Die Lyrier hatten Vrigevs Lager schnell gefunden. Es war so groß wie eine Stadt. Meve ließ ihren Zug anhalten, um sich zu beratschlagen. Renard ergriff als erster das Wort. Unsere Späher lagen zugleich richtig und falsch, Herrin. Sie haben General Vrigev, den Schlächter von Schlickfeld, gefunden. Doch leider haben sie die Größe seiner Armee unterschätzt. Sie ist um einiges größer und besser bewaffnet als unsere. Egal, wir haben zwar schlechte Moral, aber wir ziehen's durch. Das ändert nichts, sagte Meve und ließ keinen Protest zu. Wenn ich ihn nicht für seine Tat bestrafe oder es wenigstens versuche, kann ich nie wieder in den Spiegel sehen. Wir greifen an. Renard verbeugte sich und leitete die Befehle weiter. Später, am selben Tag, standen sich Meves und Vrigevs Armee von Angesicht zu Angesicht auf dem Schlachtfeld gegenüber. Na dann. Ist es ein verkürzter Kampf? Ja. Mit Sonderregeln. Erfülle die Hauptziele. Besiege die Nilfgaardische Armee oder töte General Vrigev. Schuld und Sühne. Meve hatte erwartet, dass General Vrigevs Äußeres seiner Niedertracht entsprach. Ein Narbengesicht mit gelben Zähnen und Augenklappe. Vielleicht doch, der General war ein distinguierter Herr in den 40ern mit sorgfältig geschnittenem Bart. Er wirkte fast normal. Wir beginnen die Schlacht. Verkürzt. So, was hat er drauf? Okay, wir haben wieder ein Tor. Das kennen wir also schon. Und wir haben seine Fußsoldaten. Wenn eine verbündete Einheit zerstört wurde, verschiebe diese Einheit auf deren Position. Ah, okay. Es könnte sein, dass die dann ins Burgtor rücken. Interessant. Und wir müssen also erstmal wieder das Burgtor kaputt machen. Da hilft aber zum Beispiel also Stormer vielleicht. Zerspiegel ist gut. Streunerbomber ist gut. Den brauchen wir nicht. Eine Wagenburg reicht. Den will ich auch nicht haben. Lemons. Ja, ist gut, wenn wir Railer haben, ist das perfekt. So, wollen wir zwei Schleuderer haben? Na gut, dadurch können wir hier eigentlich alles Mögliche tun. Wobei die Wagenburg... Ist auch die Frage, wie wir jetzt starten, ne? Na, wir lassen es mal. Raus, Vrigev! Verantworte dich für deine Verbrechen! So, okay. Man könnte natürlich super ihre Sache jetzt dort drauf bringen. Aber das Tor ist eigentlich das, was wir wollen. Schwierig, ne? Ja, ich würde sagen... Wir gehen auch aufs Tor. Ah, leider kriegen die hinten Schaden. Okay, Zerspiegel. Stärkste Einheit. Der würden wir was abziehen. Da weiß ich nicht, ob die was bekommen würden oder die. Das ist insofern riskant. Machen wir lieber nicht. Was spielen wir denn als erstes? Die Wagenburg? Vielleicht. Dafür werdet ihr zahlen. Da ist Vrigev. Wir müssen ihn erwischen. Okay, Vrigev. Für jeden Zug zu Beginn des Zugs der schwächsten verbündeten Einheit 10 Schaden zu. Ach so, der schwächsten Verbündeten. Und verbessere die stärkste verbündete Einheit 5. Und das ist das Tor. Ah. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Das ist ja richtig unangenehm. Die Eigenschaft würde ich ja gerne blockieren. Aber wir können jetzt einen Zerspiegel machen. Das ist schon mal ganz gut. Das geht gegen ihn. Ja, ich würde sagen, das ist das nächste. Und ist da. So. Ja, ich würde sagen, jetzt töten wir die mal, weil dann wird seine Geschichte gegen ihn... Ja. Ah, da kommt eine neue.
Wenn eine verbündete Einheit zerstört wurde, verschiebe diese Einheit auf deren Position. Ach du Scheiße, okay. Okay, wer weiß, was er da noch im Deck hat. Okay, das könnte ja unendlich gehen. Insofern war das jetzt nicht das Beste. Orte! Ah, aber das wurde dadurch verbessert und nicht das Burgtor. Das ist doch gut. Das ist positiv. So, okay. Was bringen wir jetzt? Duellieren ist interessant. Weil am Ende besiege die Nilfgaardische Armee oder töte General Frigev. Ja, das ist doch relativ simpel, oder? Wir könnten doch also Stonner jetzt auf ihn bringen, schon mal. Oder duellieren. Das heißt, der Fußsoldat greift zuerst ihn an. Ja, das müsste doch auch über ein Duell gehen, ne? Ach ne, ist ein Boss. Können wir nicht anvisieren. Ja, ist klar. Tja, insofern ist das mit dem Burgtor gar nicht so entscheidend. Wir machen den Donner, würde ich sagen. Hauen wir den raus. So. Okay. Ja, da kommen immer Einheiten nach, aber er hat auch nur noch 13. Jetzt gehörst du mir! Diese Bastarde! So, okay. Wie kriegen wir jetzt noch Schaden auf den? Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen unangenehm. Der verbessert sich natürlich auch immer wieder. Ich glaube, ich mache erstmal Feuer. Fangt. Feuer auf die Reihe. So. Wenn wir das spielen, ist der tot. Wann immer eine verbündete Einheit erscheint, gibt diese eine Ladung. Das können wir verhindern. Deswegen machen wir das auf. Okay. So. Wenn die erscheint, ist das in Ordnung. Dies ist kein Problem für uns. Kluge Entscheidung! Das allerdings ist nervig. So, 13 Punkte hat er. Wie können wir das machen? Wir können mit Schleuderern noch arbeiten. Das ist alles. Sie hat nochmal ihre Fähigkeit dann irgendwann. 3 Schleuderer haben wir. Ein bisschen bringt das was, aber auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Tja, ja. Na gut, wir haben noch die Wagenburg dann. Aber wir müssen jetzt mal Rayla ausspielen, damit wir damit starten können. Wobei wir... Ob wir dann... Nee, wir bringen jetzt erstmal unsere Schleuderer rein, das ist wichtiger. So. Okay, Stärke ist für uns nicht so wichtig. Wir müssen ihn ja nur killen. Das ist das Entscheidende. Und deswegen... Ah, ich kann ihn nicht angreifen? Warum nicht? Warum kann ich ihn nicht ins Visier nehmen? Was hat er? Immun. Das ist natürlich unangenehm. Und die haben jetzt auch sehr unterschiedliche Stärken. Das ist auch unangenehm. Sehr unschön. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Die sind jetzt komplett immun? Ach du Scheiße, dann war das ja Mist jetzt. Hä? Entferne den Status. Den müssen wir zuerst töten. Okay, verstehe. Puh. Wie machen wir das denn jetzt am cleversten? Ja, okay.
Geht auf 7 runter. Aber das hilft uns nicht viel. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Wow, wir können das Tor noch nehmen und das Ding. Ist der auf 6, ist aber nicht... Es ist nicht die schwächste Einheit. Deswegen will ich das Zepter hier noch nicht verwenden. Ja, das ist ja mies jetzt. Okay. Miese Situation. Immerhin, er ist auf 5 runter. Das ist ein unser eigentliches Ziel. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Aber... Ahaha! Alles klar. Damit sind die Immunitäten weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt ist er auch das schwächste Ziel. Das heißt, wir können... Haha! Erledigt! Der Rest sollte bald die Waffen strecken. Jawohl. Okay, wow. Knifflig, aber es ist gelungen. Die Lyrier waren siegreich. Trotz der hochüberlegenen feindlichen Kräfte. Historiker sollten Mewes Sieg später einmal der größeren Manövrierfähigkeit ihrer leichten Truppen in dem unwegsamen Gelände zuschreiben. Doch wenn man mich fragt, glaube ich etwas anderes. Ein Sturm der Wut hatte sich in den Herzen der Lyrier aufgebaut. Eine gewaltige Woge des Hasses. Hervorgerufen durch die maßlose Grausamkeit der Nilfgaarder. Und niemand verkörperte diese Barbarei mehr als General Frügef. Mewes Männer waren zu allem bereit, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Wer ist eigentlich hier dieser Ich-Erzähler? Der tritt jetzt hier immer mehr in den Vordergrund. Sie brachten den geschlagenen General vor Mewe. Die Königin wollte von ihm wissen, warum er ein ganzes Dorf auslöschen ließ und wie die Nilfgaarder so ein Verbrechen rechtfertigten. Vor 2 Wochen hatte ich eine Abteilung unter Hauptmann Genor nach Schlickfeld geschickt, um Nahrung zu beschaffen. Als er den Kornspeicher inspizierte, sperrten sie ihn dort ein und steckten die Scheune in Brand. Die Königin hörte dem General zu. Dabei zeigte sie keine Regung. So oder so. Es war nur ein Mann, General. Frügef hob den Blick und sah Mewe an. Die Königin war überrascht, dass er Tränen in den Augen hatte. Ja, Herrin, mein Sohn. In den schlichten Worten des Generals lagen Schmerz, Trauer und ein unstillbares Rachebedürfnis. Die Königin musste entscheiden, was aus Frügef werden sollte. Strafe hatte er zweifellos verdient, und zwar die härteste. Doch für eine so wichtige Person konnte man auch ein ordentliches Lösegeld fordern. Und Mewes Armee brauchte dringend Gold. Spannende Frage. Lösegeld? Ich würde sagen, das ist die pragmatischste Entscheidung. Was nützt uns jetzt sein Tod hier? Schließlich entschied die Königin, den General gegen ein Lösegeld in Gold einzutauschen. Ob sie diese Entscheidung aus Gnade fällte, weil die Tränen des Nilfgaarders sie berührt hatten, oder aus rein materiellen Gründen mit der Aussicht auf eine prall gefüllte Kriegskasse, ist schwer zu sagen. Eines stand jedoch fest. Ihre Männer waren niedergeschlagen, als sie von ihrer Entscheidung hörten. Sie hatten Frügefs überlegene Armee um der Gerechtigkeit willen besiegt und nicht wegen Gold. Ja, hätte ich gewusst, dass es nur 176 sind, hätte ich es vielleicht auch nicht getan. Ein bisschen schade. Naja, die Moral ist jetzt wieder am Boden. na gut, okay. Liebe Leute, dann machen wir an dieser Stelle erst einmal eine Pause und werden das nächste Mal von hier aus dann in diese Richtung ziehen und schauen, was uns dort erwartet. Und irgendwo ist ja noch der Schatz der Dorfbewohner liegen. Also, wir sehen uns dann. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.